Grüß dich und herzlich willkommen zurück. Ich bin die Vanessa von Outdoor Bavaria und heute habe ich Lust, mal was richtig Verrücktes zu machen. Würdest du dich trauen, bei einer total menschenüberlaufenden Touristenattraktion eine Nacht zu verbringen? Ich hab's getan. Ich bin auf die Herreninsel mitten auf dem schönen Chiemsee gefahren und habe dort eine Nacht verbracht. Was ich erlebt habe, siehst du in diesem Video. Los geht's, let's go! Hinter mir mein gewohnter Wald, Rückzugsort. Vor mir Touristenhochburg. Unglaublich viel los, keine Parkplätze mehr, Staus, genervte Menschen. Also genau das Gegenteil von dem, was ich gewohnt bin. Aber heute geht's genau da rein. So viele Touristen und keiner von denen weiß, dass ich heimlich die Nacht hier verbringen werde. Mein Plan ist jetzt, mich hier von dieser Touristengruppe abzulösen und das weiterzusuchen. Mir ist das nämlich definitiv zu viel hier. Und dann irgendwo ein stilles, lauschiges Plätzchen suchen, wo ich dann ganz heimlich mein Lager aufschlagen werde. Schnell weg von hier. Thank you.
haben ein bisschen ein seltsames Aussehen, die Bäume. Schaut euch mal diese wunderschöne alte Kirche an. Ich stehe jetzt hier gerade vor dem alten Kloster und da ist ein Fenster offen. Das ist so ein Gewölbekeller. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie unglaublich kalt es da rauskommt. Richtig angenehm. Was für eine gigantische Rotbuche. Unglaublich. Canal de Grande in klein. Ernsthaft, Rasenmäherroboter auf Schloss Herrenchiemsee. Naja, die Technik hat wohl inzwischen hier auch Einzug gehalten. So, auch das hier ist Herrenchiemsee. Wald und ausnahmsweise mal Ruhe. Ich werde mir jetzt hier irgendwo abseits des Weges ein Fleckchen suchen, mich unbemerkt vom Weg entfernen. Und dann schauen wir mal, an welches lauschige Plätzchen es mich heute Nacht verschlägt. Thank you.
Leider kommt man hier nicht wirklich nah zum Wasser ran, denn ihr seht hier, dass dieses Marschland lauter Schilf. Und ja, da möchte ich jetzt gar nicht zu viel durchlatschen, weil das ist Brutgebiet der Vögel. Vielleicht suche ich mir später irgendeinen kleinen Trampelpfad, der da rausführt. Schauen wir mal. Ich werde jetzt hier die nähere Umgebung auskundschaften, wo denn ein schöner Lagerplatz ist. Viel Möglichkeiten zu lagern bleiben hier leider nicht, weil die Wege sind relativ nah zum Wasser natürlich. Aber so ein kleines Stückchen ist möglich und da suche ich mir jetzt das Bestmöglichste raus. Heute bin ich ja als Tourist unterwegs, das heißt, meine Ausrüstung ist sehr spartanisch. Ich musste unauffällig erscheinen, also jetzt meinen normalen Bergrucksack. Und ja, das Equipment ist auch dementsprechend zusammengestaucht. Wenig dabei, ich schlafe heute in der Hängematte, ganz einfach Hängematte, Tarp, Schlafsack. Ja, wird sich trotzdem aushalten lassen. Ich hoffe jetzt, dass das Wetter nicht zu stark umschwenkt. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. So weit, so gut. Das Tarp mache ich erst ganz zum Schluss drauf, weil ich möchte einfach so lang wie möglich, so unauffällig wie möglich bleiben. Und mit dem Tarp, da sind wir doch in einer anderen Höhe. Und ja,
Da gehe ich lieber auf Nummer sicher, dass mich wirklich keiner sieht. Da wären wir jetzt also. Hier hinter mir ist das Bayerische Meer, der Chiemsee. Ja, mit tollem Alpenblick hier auf der Seite. Leider, wenn man die Seite mit Alpenblick wählt, hat man auch den Blick auf die Autobahn. Da hinten läuft, der läuft die A8, keine gefühlt 10 Meter weg vom Chiemsee. Keine Ahnung, warum das so geplant worden ist. Ist auf alle Fälle total schade, weil von hier aus, man sieht die Lastwagen, man hört dieses ständige monotone Geräusch, kann Schöneres geben. Jetzt schauen wir mal, wie kalt oder warm das Wasser ist und ob man da reingehen kann oder ob es recht sumpfig ist. Das Wasser ist schon noch angenehm frisch, kein Wunder. Die Zuflüsse kommen ja direkt aus den Bergen. Aber vielleicht, wenn es morgen wieder ein bisschen aufreißt, ist es warm genug, um hier ein Bad zu nehmen. Heute Nachmittag wären wir auf alle Fälle danach gewesen, da habe ich richtig geschwitzt. Der wärmste Tag für dieses Jahr. Ja, ich denke, hier an so einer einsamen Bucht lässt sich schon aushalten. Also vorne an diesen touristenüberfluteten Punkten. Unmöglich. Da würde ich niemals baden gehen. Echt nicht. Ich bin jetzt zurück am Lager. Total zerkratzt. Also dieses Schilf, das ist wie Rasierklingen. Diese Situation, wenn ich vom Lager weg bin, mag ich eigentlich überhaupt nicht. Also normalerweise, wenn ich mein Lager aufgebaut habe, dann bleibe ich auch da. Weil dann habe ich einfach den Überblick, ob jemand herkommt oder nicht. Es kann leicht sein, dass jetzt in der Zeit, in der ich weg war, hier jemand gewesen ist, sich umgeschaut hat oder noch jemand ist und ich da jetzt überhaupt nichts davon mitbekommen habe. Drum bleibe ich im Normalfall immer lieber bei meinem Lager, dann habe ich einfach die Kontrolle. Naja, aber ich habe ja mein Frühwarnsystem namens Poldi dabei, auf den ist meistens Verlass. Das war jetzt wirklich eine Herausforderung, das Tarp festzubekommen, weil zwischendurch der Wind richtig böenartig gekommen ist.
Ja, und ich habe heute, weil ich ja ultraleicht unterwegs bin, nur diese schmalen Zeltherringe dabei, die bei dem DD-Tab standardmäßig dabei sind. Ja, die halten jetzt natürlich den Wind nicht extrem aus. Außerdem muss man dazu sagen, ist dieser Boden hier sehr, wie soll ich denn das ausdrücken, sehr weich. Also da ist nichts, was dem Haring Halt gibt. Das bedeutet jetzt für mich, ich muss mit dem Taschenmesser mir noch ein paar Zeltheringe schnitzen, die ich dann tiefer reinstecken kann, sodass mein Zelt heute Nacht auch bei stärkerem Wind standhält. Abendessen, Lunchtime. Feuer gibt's heute keins. Zum einen, weil ich natürlich nicht auffallen möchte, den Feuerschein sieht man doch relativ weit, vor allem auf einer Insel. Und der zweite Grund ist, dass wir hier in Bayern gerade Waldbrand Stufe 5 von 5 haben. Also das Höchste, was es gibt, das ist alles knochentrocken. Die Wälder sind ausgedörrt, also man hört jeden Schritt, alles knistert und knackt. Richtig, richtig gefährlich, und darum wird es bei mir in der nächsten Zeit auch kein Feuer geben, es sei denn, ich bin irgendwo, wo es sicher geschützt möglich ist, zum Beispiel an Felsen oder am Bach, am Fluss oder in einer ganz steinigen Umgebung. Ansonsten bitte die ganz große Bitte an euch alle, passt auf mit dem Feuer, das geht im Moment rasend schnell. Es hat seit Wochen nicht oder nicht ausreichend geregnet. Und also so ein Waldbrand, der ist in 0, nichts entfacht. Und ja, ist zum einen eine sehr unschöne Geschichte, zum anderen kostet es natürlich auch extrem viel. Muss nicht sein. Also wenn ihr nicht unbedingt ein Feuer braucht, verzichtet doch da bitte im Moment drauf oder nehmt einen Gaskocher mit oder ähnliches. Es sei denn, ihr habt irgendeine Stelle, wo es wirklich geschützt sicher möglich ist. So, jetzt beginnt wieder der gemütliche Teil von der Tour. Die Abendstunden sind immer so meine Entspannungsstunden, wo ich dann wirklich zur Ruhe komme, wenn alles aufgebaut ist, nichts mehr gebaut werden muss, gekocht ist. So die letzten Stunden vom Tag, die lasse ich draußen ganz gern damit ausklingen, dass ich mir einfach Gedanken über Gott und die Welt mache. Und ja, heute bin ich echt gespannt, ob ich entdeckt werde oder nicht. Aber ich glaube jetzt mal echt nicht. Es ist hier nämlich relativ praktisch. Wenn man vom Weg abgeht, dann kommt man eben durch dieses Waldstück. Und hier dieses Uferstück, auf dem ich mich gerade befinde, da geht es nochmal ja, so gute
1,5 Meter runter. Also ist dann nochmal so ein bisschen sichtgeschützt. Also denke ich mal, dass ich nicht erwischt werde. Ich habe ja auch kein Zelt dabei. Es ist ja, ja mehr Bivakieren als Zelten. Aber so ein bisschen, ja, Aufregung im Hinterkopf ist ja doch da. Also das hebt sich von allem ab, was ich bisher gemacht habe. Ich schaue ja mal, dass ich so weit wie möglich wegkomme von der Zivilisation. Und heute habe ich mich quasi mitten reingestürzt. Also so was Menschenüberlaufenes, das mag ich gar nicht. Da bin ich ganz schnell ganz reizüberflutet. Das ist genauso, wenn ich in eine große Stadt fahre. Die ganzen Ampeln, Autos, Stop and Go, so viele Leute, alle mit ihrem sturen Tunnelblick, keiner schaut dem anderen an. Es ist mir einfach zu viel. Also ich bin schon immer auf dem Land, habe immer auf dem Land gelebt, bin auf dem Land aufgewachsen. Ja, dieses Stadtleben, das muss man mögen und ich mag es nicht. Definitiv nicht. Und ja, wie heute so Touristenattraktionen, das ist ja dann nochmal mehr, weil du bist ja wieder dicht an dicht gedrängt mit so vielen fremden Menschen und du hast ja nicht nur diese normale Reizüberflutung, sondern dann prasseln auch noch 6 verschiedene Sprachen auf dich ein. Da weißt dann gar nicht mehr, wo der Herr nach der Kopf steht. Es ist mal ganz, ganz entspannend, das aus der Ferne zu betrachten und zuzuschauen. Ja, so einfach Leute beobachten, das mache ich gerne. Analysieren. Ja, ich bin mal gespannt, wie es morgen wieder ist. Je nachdem, wie die Nacht heute war, weiß ich nicht, wie gereizt ich morgen bin. Aber also ich bin zuversichtlich, dass ich echt nicht entdeckt werde. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was vielleicht auffällig ist, wenn ich morgen vielleicht mit dem gleichen Schiffspersonal wieder zurückreise, mit dem ich hergekommen bin, weil mit Poldi und mit dem Rucksack ist man doch ein bisschen auffälliger. Aber dann ist es ja auch schon vorbei, schon zu spät. Wir werden sehen.